Der TSV Bleidenstadt ist Herbstmeister und grüßt in der Kreisoberliga Rheingau-Taunus von der Tabellenspitze. Und als wäre das nicht schon Grund genug zur Freude für die Fans, hat der TSV jetzt auch noch mit seinem Trainerduo für die kommende Saison verlängert. Mario Nokli und Sebastian Gurok bleiben also auch 2024/2025 dem Taunussteiner Stadtteilclub erhalten. Mario Nokli verrät, warum die beiden so entschieden haben. Solange wir jeden Tag, jedes Training, jedes Spiel einen gewissen Fortschritt und Entwicklung sehen, ja, gibt es für uns keine Gründe, irgendwas an unserer Entscheidung zu rütteln. Und das Fazit nach der Hinrunde fällt mit Blick auf die Tabelle eigentlich logisch, besonders positiv aus. Mit der Hinrunde sind wir aktuell natürlich sehr zufrieden. Dieses Jahr stehen wir auch ganz oben, weil wir dieses Jahr eine gewisse Reife mitbringen und eine Konstanz. Und die ist natürlich wichtig auf die ganze Runde gesehen. Doch wie will der TSV die Restrunde bestreiten? Wir wollen weiter oben mitspielen. Das ist das Ziel Nummer eins. Darüber hinaus wollen wir uns natürlich weiter von Spiel zu Spiel und von Training zu Training verbessern, individuell arbeiten und gierig bleiben. Dennoch demütig, ich denke, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und wenn wir das auf den Platz kriegen, dann ist mit uns zu rechnen, würde ich sagen. Was denkt ihr? Kann Bleidenstadt Meister werden und aufsteigen? Schreibt's uns in die Kommentare.